Heute geht es um den Wohlstandskiller Nummer 1, wie du den bei dir erkennst und vor allem eliminierst. Und damit sage ich herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, und jetzt dreht sich in den nächsten Wochen alles um das Thema Fülle und Wohlstand, damit wir Frauen quasi ja auch diese Fülle in unser Leben ziehen können, die wir verdient haben. Und dabei fällt mir immer wieder etwas auf, eine Herausforderung, die ganz, ganz viele Menschen haben, nicht nur Frauen, aber dadurch, dass sich jetzt diese Folge natürlich auch bei uns bei Feminist immer an die Frau richtet, möchte ich das natürlich jetzt mal auf die Frauen quasi eingrenzen. Gibt aber natürlich auch Männer, bei denen das so ist. Und zwar geht es darum, wie du, ich sag mal, in der Lage bist, deinen Fokus zu halten. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass sich Frauen bestimmte Dinge vornehmen. Ich mache mal ein Beispiel, ich bleibe mal im Business-Kontext. Wir haben ja sehr viele selbstständige Frauen da, ne? Und dann nimmt sich jetzt die selbstständige Frau vor, sagt, okay, jetzt, ich möchte morgen dies, das und jenes machen, um mein Business voranzubringen. Und dann ist der nächste Tag und plötzlich kommen immer wieder irgendwelche Sachen dazwischen. Also, dass man dann meint, oh, jetzt ist aber das wichtiger, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich mich noch um meine Kinder kümmern, um meinen Mann, jetzt muss ich hier noch irgendwie einen Kunden mit irgendwas anderem zufriedenstellen und so weiter und so fort. Und plötzlich ist der ganze Tag gelaufen und am Ende des Tages hat man nicht das umgesetzt, was einem im Business wirklich voranbringt. Oder man entschließt sich, wenn man nicht komplett selbstständig ist, sondern auch noch angestellt ist, man entschließt sich dazu zu sagen, hey, ich reduziere meine angestellte Arbeitszeit, um mehr Zeit für die Selbstständigkeit zu haben. Und dann reduziert man es vermeintlich, um dann die Zeit, die man reduziert hat, in das selbstständige Business zu stecken. Und plötzlich kommt aber da auch wieder ständig irgendwas dazwischen. Ne? Dann muss man sich um irgendwelche anderen Sachen plötzlich kümmern. Es kommen Ablenkungen aus allen Richtungen. Und unterm Strich hat man wieder nicht viel mehr für seine Selbstständigkeit gemacht wie vorher. Und das sind Dinge, die sind häufig, sag ich mal, ganz normal. Warum? Weil wir in uns einen Saboteur oder eine Saboteurin, um die weibliche Form zu nennen, in uns tragen. Und zwar geht es immer wieder darum, wenn du dein Business zum Beispiel aufbaust, wenn du zielstrebig daran arbeitest, für dich mehr Fülle, mehr Wohlstand in deinem Leben zu ziehen, dann kannst du das nur machen, wenn du Dinge anders tust wie vorher. Du weißt, wie es ist, abgedroschener Spruch, aber wahr, wenn du immer das Gleiche tust, wirst du immer das Gleiche bekommen. Das heißt, um Veränderungen in deinem Leben zu erreichen, musst du Dinge anders tun. Was aber wiederum bedeutet, dass es häufig so ist, wenn du beginnst, dich zu verändern, dass dein altes Ich, sag ich mal, Angst kriegt, dass es nicht mehr gebraucht wird, dass es ausgetauscht wird, dass es, ne, letzten Endes sterben wird. Und dieses alte Ich beginnt dann, dich auf allen Ebenen zu sabotieren. Es beginnt, dich abzulenken, es beginnt, deinen Fokus zu zerstreuen, ne, dass du vielleicht dich auf Social Media verlierst, ne, dass du eben Dinge tust, die gar nicht einkommensproduktiv sind, also die dich überhaupt nicht dabei unterstützen, mehr Geld in der Selbstständigkeit zu verdienen und so weiter und so fort. Das heißt, dieses alte Ich ist die ganze Zeit damit beschäftigt, dich so zu sabotieren, dass du nicht von deinem alten Ich zu deinem neuen Ich kommen kannst, was dann die Ergebnisse produziert, die du dir wünschst. Und deswegen ist es quasi der Wohlstandskiller Nummer 1, den Fokus zu verlieren, sich zu verzetteln, sich ablenken zu lassen. Und an der Stelle wirklich reflektiere dich selbst. Nutze jetzt diese Folge, um dich mal hinzusetzen und dich ganz ehrlich zu fragen, wo lasse ich mich ablenken? Wo schiebe ich die Umstände oder Menschen oder irgendetwas voran, um eben daraufhin nicht wirklich in die Handlung für das zu kommen, was ich eigentlich machen möchte. Und es gilt wirklich zuallererst, diese Saboteure wirklich herauszufinden
Und dann Stück für Stück, du musst nicht alle auf einmal eliminieren, aber Stück für Stück diese Saboteure dann zu eliminieren, um wirklich das voranzubringen, was du möchtest und eben dein neues Ich kreieren kannst. Und deswegen halte den Fokus. Erfolgreiche Frauen, die setzen sich ein Ziel, die setzen sich etwas in den Kopf und die halten den Fokus. Komme, was wolle. Alles, was sie ablenkt, wird zur Seite geschoben, wegorganisiert, umorganisiert, an jemand anderen abgegeben. Ne? Das ist ja auch das, was wir häufig am wenigsten machen. Wir meinen immer, wir müssen alles selber machen. Aber genau das unterscheidet es dann, ne? Wenn du immer alles selber machst, wenn du dich immer ablenken lässt, wenn du immer andere Dinge über deine eigenen Bedürfnisse stellst, ob es Menschen sind, Dinge, die zu tun sind oder und so weiter und so fort, wenn du alle anderen über dich stellst, dann schaffst du es nicht, diesen Durchbruch zu haben, den du dir in deinem Bereich wünschst. Das kann immer ein unterschiedlicher Bereich sein, je nachdem, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest. Aber wichtig ist einfach, eine ganz klare Ausrichtung zu haben, einen Fokus zu haben und diesen Fokus zu halten, alles herauszufinden, was dich ablenkt, was dich quasi sabotiert und diese Dinge Stück für Stück zu eliminieren aus deinem Leben. Und dann wirst du spüren, dass du die Dinge erreichen kannst, die du wirklich erreichen möchtest. Und so war es zum Beispiel bei mir auch. Ich habe mich am Anfang auch ganz viel ablenken lassen. Ne? Dieses Next Shiny Object. Oh Mensch, da gibt es noch irgendwas zu lernen für mich. Dann gucke ich da. Ne, dann setze ich ein bisschen was davon um und dann denke ich, oh, warte mal, hier ist auch noch mal was interessant. Ne? Dann springe ich da drauf, schaue mir da einen Kurs an, mache irgendwas, dann fange ich da an, das umzusetzen. Dann werde ich wieder von dem Nächsten abgelenkt. Und das sind genau die Dinge, die heutzutage sehr leicht gehen. Ne? Durch Social Media werden wir ja beballert von morgens bis abends. Und deswegen ist es umso wichtiger, den Fokus zu halten, zu gehen, weiterhin dran zu bleiben. Und eben dir einfach auch das Leben zu kreieren, was du dir wirklich kreieren möchtest. Und genau darum geht's. Und auch hier nochmal an der Stelle die Einladung, sei gerne beim nächsten Unlimited, nicht Unlimited Fullness Programm, entschuldige, bei der Female Fullness Experience dabei, wo wir wirklich über 7 Tage hinweg genau diese Ergebnisse kreieren, die du dir in deinem Leben wünschst. Also mehr Infos findest du verlinkt und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis dann, deine Marina.